Und damit sind wir wieder zurück bei Let's Play Guardians of the Galaxy. Mit mir, dem Michael Cooper und natürlich mit dem Michael Cooper und mit dem Michael Quill. Ne, so. Viele sind wohl lebend hier rausgekommen. Nicht viele. Erklär deinen Pessimismus. Kannst du nicht was gegen den Mist tun, der uns im Weg steht, Peter? Was Peters Waffen wohl noch alles können? Dürfte ich sie mir ansehen, könnte ich dir sagen. Sollen wir Cosmo anrufen? Ihm sagen, was wir bisher gefunden haben? Ich bin Groot. Was meinst du mit Codewort? Ich bin Groot. Na schön, Groot ruft den Köter erst an, wenn wir uns auf ein Codewort einigen. Könnte nützlich sein, falls wir auf dem Schiff in Bedrängnis geraten. Wie wär's mit Quill Will? Nicht unauffällig genug. Es muss etwas im normalen Gespräch vorkommen. Das Codewort lautet Sternenritt. Und wir sollten Cosmo erst anrufen, wenn wir wissen, was vor sich geht. Außerdem sollten wir unsere Benutzung von Hundebericht vereinheitlichen, um wichtige Informationen für unsere Ermittlungen hervorzuheben. Ja, ganz bestimmt, Kumpel. Hundebericht. Etwas hat das Novakor veranlasst, das Schiff zu verlassen. Vielleicht haben sie alle gekündigt. Nicht jeder gibt gleich auf, sobald mal was schief. Sternenritt, merken wir uns. Spitze? Nein, eine deutliche Kritik. Ich bin Groot. Die sind sauer? Und wie fühle ich mich? Ziemlich gut. Aber mit dem Konzentrieren. Können wir uns darauf konzentrieren, was hier passiert ist? Ich bin dafür, die Ermittlungen für den Hund haben Priorität. Und wir müssen rausfinden, was mit Corell und Nikki ist. Erzähl mir mehr über diesen Job, Naga. Warum? Ich versuche, Gemeinsamkeiten mit dir zu finden. Ich glaube, in deinem Hirn ist immer noch keine Schwerkraft, Kumpel. Okay, ist nix. Ich wollte ja bloß mal Verstecke finden. Gelle? So. Schauen wir uns mal um. Gibt's denn hier was? Nee, ne? Mir geht natürlich alles durch hier. Wer waren die roten großen Kerle, die du bekämpft hast? Zwei Idioten, die sich Blood Brothers nennen. Lady Hellbender hat sie geschickt. Ist sie etwa immer noch wütend? Der Zorn der Monsterkönigin ist grenzenlos. Ne. So, wir schauen uns natürlich wieder um hier. Wir könnten ja was finden. Vielleicht eine neue Klamotte. Das ist der einzige Ausweg, aber die Tür hat keinen Saft. Liegt wohl auf einem anderen Stromkreis. Kannst du den Strom nicht umleiten? Bin doch nicht blöd. Das ist die Lösung. Ha! Langsam hab ich's raus. Ach du Scheiße. Warum passiert das immer wieder? Da, alle gespürt, oder? Yep. Genau wie als ich versucht habe, die Schwerkraft wiederherzustellen. Er ist doch nie an etwas schuld, oder Groot? Das. Sieht aus wie das, was auf dem Rock passiert ist. Es wurde verzweifelt versucht, eine letzte Verteidigungsposition zu halten. Gute Engstelle dafür. Alle Blasterbrandspuren stammen von Nova-Standardgewehren. Alle Vorfälle scheinen eine Verbindung zu diesem Schiff zu haben. Vielleicht ist deine Freundin nach eurem Zusammentreffen durchgedreht. Ich bezweifle, dass Peter Quill eine solche Meuterei auslösen kann. Okay, wir müssen in Corells Büro gelangen.
Kann jemand Quill sagen? Komm schon, Mann. Können wir nicht einfach direkt miteinander reden? Okay, du weißt schon, dass deine Freundin es wahrscheinlich nicht geschafft hat. Jetzt bist du einfach nur gefässig. Nach wie vor nur Notstrom. Hundebericht. Stromausfall in mehreren Bereichen des Schiffs. Das haben wir übersehen. Gehen wir es nochmal durch. Deine Freundin hat uns verhaftet? Und den Kirchenmann, den großen Einiger Raker. Dann ist sein Schiff explodiert. Vielleicht hat es damit angefangen. Raker könnte was auf seinem Schiff gehabt haben. Ein Gas vielleicht. Die Explosion könnte es freigesetzt haben. Ich hab sowas schon mal gemacht. Klar. Pump's in die Lüftung, dann verteilt sich auf dem Schiff. Müssen wir uns Sorgen machen? Da wir noch nicht irre sind, sind wir vielleicht sicher. Okay. Hier ist nichts. Vielleicht hat das Ganze in der Quarantänezone begonnen. Okay. Was meinst du damit? Sie Jenny. Ist der logische Ursprungspunkt. Dieses Schiff und Raker waren beide dort. Und wir auch. Okay, hier ist nichts. Komm her schon, komm her schon. Ups. Ich such bloß alles gewissenhaft ab hier. Gelle? Ja, ist gut, Crudy. Ich frag mich, ob die Verbindung des Schiffes zum World Mind ebenfalls unterbrochen wurde. Wenn wir eine Konsole finden, kann ich nachsehen. Ja, immerhin. Immerhin. Better than nothing. Ein bisschen Schrott ist hot. Ich wünschte, ich würde mich auf der Wanne besser auskennen. Dann könnten wir rauskriegen, wo es angefangen hat. Weißt du, wo wir sind, Gamora? Nicht wirklich. Nova hat mir nie wirklich Freiraum gelassen. Sie hatten gute Gründe, dir nicht zu trauen. Schon wieder? Ich habe nur gesagt, dass Novas Misstrauen dir gegenüber berechtigt war. Damals, mittlerweile, hast du dich als würdige Verbündete erwiesen. Je länger wir streiten, desto mehr könnten wir übersehen. Überaus inspirierend. Hast du das von einem Platzdeckchen? Ich sage nur, dass wir bis zum Hals drinstecken und zusammenarbeiten müssen, um wieder rauszukommen. Okay, wenn ich hier runterfalle, dann ist bestimmt wieder aus. Hier oben was übersehen. Hundebericht. Merkwürdiges Rumpeln auf Schiff geht weiter. Könntest du deine Berichte gedanklich speichern? Genau das mache ich doch. Er meint... vergiss es. Ach, Leute. Sind wir? Kann ich hier runter? Aha! Ein bisschen Schrott ist hot. Ich finde es seltsam, dass dieser Bereich verlassen ist. Irgendjemand muss auf diesem Schiff sein. Wahrscheinlich warten sie mit gezogenen Waffen hinter einer Ecke darauf, uns wegzublasen. Entspann dich. Hey, ja, ich komme schon. Der Onkel ist bloß gründlich. Soll der verkehrt rum sein? Ach, nur wenn du die gesamte Energie des Schiffs durch die Decke ableiten willst. Das ergibt für mich keinen Sinn. Es muss einen Grund dafür geben. Einen fiesen. Versuch mal die Konsole. Damit können wir den Kern reinvertieren. Oder deinvertieren. Alter. Rocket. Die Konsole ist gesperrt, weil die Befestigungsarme eingezogen sind. Wenn wir sie aus den Seitentafeln fahren, können wir den Kern umdrehen. Okay. Benutze deinen Visum. Huh. Ohne Strom scheinen die Arme festzusetzen. Ich wette, wir könnten sie kurzschließen. Wie? Hier muss irgendwo eine Energiezelle sein. Temperaturplattform. Wir müssen die Arme zerkratzte Plattierung, ja, Herstellungsfehler. Ich könnte dich höher raufbringen, dann siehst du besser. Okay.
Dann mach mal, Gamora. Da oben müssen noch mehr Maschinen sein. Gamora, hilfst du mir mal? Natürlich! Hier oben ist definitiv was. Offensichtlich. Okay, was jetzt? Schicken wir mal mit dem Visum. Okay. Ja, habt die Energiezelle gefunden. Wir müssen sie nur starten, dann sollte der Arm ausfahren. Ja, es hat geklappt. Weißt du, diese Dinger kann man höchstens als Werkzeuge benutzen, aber nicht als Waffen. Netter Versuch. Entsperren wir den anderen. Langsam komme ich drauf. Ja. Okay. Da bin ich mal reingeflogen. Da sind wir schon drauf. Und da muss uns Gamora helfen. Okay, Gamora. Machen wir uns an den zweiten. Okay. Hopp. Und zack. Und hopp. Voilà. Na, das ist doch Mann. Wir können den Zirkus auftreten. Dann mach mal, zeig mal her. Jetzt wollen wir mal sehen, was wir... Oh Mist! Drücke zwei, um den Blitzschuss auszuführen. Blitzschüsse werden zwischen Gegnern, die nahe beieinander stehen, zu Querschlägern. Von Blitzschüssen getroffene Gegner sind kurzzeitig außer Gefecht. Okay. Leute, wir kriegen Besuch! Ja, es sind mehr von diesen infizierten Creepers. Ich hatte gehofft, wir finden hier das Nova Corps, aber doch nicht so! Jetzt wissen wir, wer den Karten platziert hat. Aber warum? Gamora, aufschlitzen! Keiner wird's kommen sehen! Zeig mal, was das ist. Leg los, Rock! Wer fängt denn eine Schießerei neben einem Reaktorkern an? Den Fall scheint das nicht zu stören! Dämliche Nova-Corps-Panzerung! Erinnert mich daran, meine Klinge zu schärfen! Eine dumpfe Klinge bedeutet nur, dass du härter zustoßen musst! Nova-Corps anzugreifen könnte unsere Strafe erhöhen! Das ist nicht das Nova-Corps! Sie können uns nicht verantwortlich machen! Mal sehen, was er macht. Ich werde mich um diese Narren kümmern. Setzt eure Untersuchung fort! Genau! Wenn sie nicht mehr an der Kugel in den Rücken ein. Hoffentlich haben wir es richtig an der Seite von diesen Leuten gekämpft. Ich glaube nicht, dass sie noch da drin sind. Dann jetzt wieder! Bereit! Mama Granate. Erledigt jetzt irre Bullen! Das ist Musik in meinen Ohren! Ah. Zeig uns dein Schwert! Letzte Bestellung! Kommt das in unser Strafregister? Die rechtlichen Auswirkungen davon, mich ermordet zu werden, sind mir egal! Das Rumpeln hat aufgehört, als ich den Reaktor von der Decke weggedreht habe. Geht doch! Wir müssen nach oben und den Grund ermitteln. Macht Datenspaß! Rocket, was sagt dir die Konsole? Dass du uns die Ehre geben solltest. Okay. Okay, na dann drücken wir mal drauf. Besteht eine Chance, dass Quill wieder mit Lady Law zusammenkommt? Oh, Überraschung, sie ist eine das ganze Lady. Ding ist ein Aufzug.
Wir können bis ganz nach oben fahren. Wahrscheinlich kriegen Nova Fußsoldaten und Mechaniker die hoppeln. Anzüge nicht. Wie süß. Niemand respektiert heutzutage seine Ingenieur. Klar, Sperrklemmen. Oh nein. Weitere Freaks im Anmarsch. Die Flagge haben den Kern wieder re-invertiert. Dann müssten die ihn re-invertieren. Nachdem wir einige Feinde erledigt haben. Nicht schon wieder diese Scheiße. Halt mal ihn fest. Zeig deine Waffe! Ich bin gut! Das stimmt! Jetzt rennen wir durch hin. Diese verklagten Minen, wir sollten draufhauen, solange er am Boden ist. Ich brauche eine kurze Pause. Halte durch! Für immer! Okay. Das wird nicht passieren! Aber eins kommt! Blitz! Sind getroffen! Ich dachte schon, wir hätten dich verloren! Hinter Quill! Hier drüben! Ich hasse diese Elektro-Dinger! Die erwischen mich aber ständig! Okay, scheiße! Diese Elektro-Dinger sind scheiße! So. Damit sind wir wieder zurück hier! Ich glaub, das jetzt. Die Flagge hat den Kern wieder re-invertiert. Dann müssen wir ihn re-invertieren. Nachdem wir einige Feinde erledigt haben. Nein, das sind keine Bullen, Groot. Das sind Freaks. Freaks, zerstör! Das ist deine Chance geworden. Wie ein heißes Messer. Nova-Korps anzugreifen könnte unsere Strafe erhöhen. Das ist nicht das Nova-Korps. Sie können uns nicht verantwortlich machen. Wenn so diese stößelige Nova-Korps-Rüstung nicht wäre. Du sagst, erledigen wir den Kerl. Der Große hat Minen geworfen. Ah! Okay. Leute, Gruppe bilden. Dann machen wir. Oh Gott. Nicht ins Fettnäpfchen. Nicht ins Fettnäpfchen. Nicht ins Fettnäpfchen. Feiert diesen Augenblick, Freunde. Bald wird der Sieg unser sein. Sie meißeln unseren Namen in die Geschichtsbücher. Und sie werden ihn richtig schreiben. Leute. Habt ihr vergessen, wer wir sind? Wir fürchten niemanden. Wieso auch? Wir gewinnen doch. Genau. Ganz okay. Genau. Weil wir nur den Sieg kennen. Wer ist dabei? Dieser Weg. Scheint wieder ein Fettnäpfchen, war klar. Ach, scheiße. Ich hasse den Umgang mit Fanatikern. Anscheinend gibt's in dieser Galaxie mehr Irre als Normalos wie uns. Stirb, du Mist! Ja, ich weiß nicht, was mich mehr nervt. Das Nova-Weltraum-Tor oder der Nova-Weltraum-Kult? Also bitte, das ist wirklich ein großer Unterschied. Hey, wow. Willst du Feuerwerk sehen? Vorsicht! Der Große hat viel! Scheiße, mein eigenes Blut zu bluten! Bin gleich bei dir, Großer! Danke für die Hilfe. Ja, geil, scheiße. Dieser schwebende Minentyp geht mir langsam auf den Geist. Bleib weg von
dieser Sache werden wir alle ein paar Reparaturen brauchen. Oh Mist! Peter Quill, etwas Unterstützung bitte! Scheiße! Ah! Ein paar von denen haben Upgrades, das? Feuergefechte an dem Schiffsreaktor machen mich etwas nervös! Löse die Genova-Vorrüstung nicht mehr! Definitiv nicht das Nova-Core, das ich zu finden hoffte! Dank mir später! Einige von denen waren vielleicht Kriegshelden! Es heißt wir oder sie, und wir werden es nicht sein! Was ist passiert? Haben wir einen Alarm ausgelöst? Ja! Wir! Sorgen wir für Chancengleichheit! Okay, lösen wir die Sequenzen, damit wir weiterkommen. Ich werde sie aus ihren Sockeln reißen. Das wird nicht funktionieren, Muskelkopf. Diesmal haben wir einen Kontrollraum zum Spielen. Okay, die haben es wieder zurückgestellt. Töne Scheiße! Hat jemand eine Vermutung, was sie mit der vielen Energie machen? Vielleicht laden sie ihre persönlichen Geräte auf. Ihre was? Smartphone laden die bestimmt. Klemmen lassen wir uns nicht aufhalten. Gah, fiese Dastsäcke. Sie haben die Stromschaltkreise vertauscht, sodass ich sie nicht lösen kann. Ich habe diese Klemmen langsam satt. Ich muss die Schaltkreise Stück für Stück umleiten, um das Stromnetz zurückzusetzen. Na, nee. Hier, ich kümmere mich um die Tür. Du müsstest das Netz mit deinem Visor sehen können. Bleibt alle wachsam. Quill hat ein Talent dafür, die falschen Knöpfe zu drücken oder die falschen Kabel zu verbinden. Ach Quatsch. Der kleine Haarige will andeuten, dass du Pech bringst. Witzig, dass der kleine Haarige immer da ist und mich anleitet. Peter Quill will andeuten, dass du, Wiesel, die Ursache unserer Probleme sein könntest. Beeil dich, Quill. Der Klotz nervt schon alle mit seinen Kommentaren. Ja, damit würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Folge. Langsam kriege ich ja mit den Kampfdingern, aber diese Scheißschildkackbratzen, die gehen mir so auf den Keks. Naja, ich muss mehr auf die oben auf die Ecken achten. Jetzt wusste ich, ja, die sind ein bisschen was gegen Gefrierzeug, haben die Schilddinger. Ja, ne? Aber langsam kriege ich es raus. Außer allen auf den Schwanz zu gehen. Sie dient der Friedenssicherung. Okay. Darf ich jetzt mal meine Folge? Wenn sie in einem Konflikt vermittelt, sorgt sie für Abschreckung. Klingt langweilig. Corell wird dir wahrscheinlich zustimmen. Alles klar. So, damit sagt der Michael Kubo ciao und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann klickt aufs Glöckchen. Ciao.